Okay. Ich will gar nicht wissen, wo der die rauszieht, aber okay. Yeah, der typische Crash Bandicoot Dance Move. Wenn er einen Edelstein gesammelt hat. Also nicht, wenn er einen Kristall sammelt, sondern wenn er einen Edelstein macht, dann sammelt, dann macht er diesen Dance Move. Okay. Ich würde gerne mal gucken, was für Trophäen es hier in diesem Spiel gibt. Es gibt übrigens 27 Relikte. Okay. Dann mal gucken, ob wir das vielleicht machen. Ich würde sagen, wir machen einfach jeden Level von links nach rechts durch, oder? Außer wenn ich zum Beispiel weiß, dass es hier irgendwo bunte Edelsteine gibt und wir die erreichen können. Okay. Hang 8 ist ein Level, das war der allererste Level, der von Crash Bandicoot 2 gezeigt wurde. Also es war ja so, zuerst hat man Crash 1 gezeigt, dann irgendwann mal so aus dem Nichts heraus hat man dann ein komplettes Walkthrough von einem Crash 2 Level hochgeladen auf dem offiziellen Crash Bandicoot Kanal und das war der hier. Und da hat man auch den Weg gezeigt, wie man beide Edelsteine bekommt. Und das werden wir auch hinkriegen. Also, man bekommt beide Edelsteine. Den ersten bekommt man so wie immer. Ich nenne ihn ab sofort einfach den Kisten-Edelstein, okay? Das ist der Standard-Edelstein, den man immer in jedem Level finden kann. Jetzt gibt es allerdings hier einen besonderen Edelstein, einen zweiten weißen. Ihr seht unten diesen 1-Minute-Timer. Innerhalb von dieser Minute müssen wir jetzt durch diesen Level durch sein. Mit 4 kann ich beschleunigen, das seht ihr ja da links gerade an der Steuerung. Und ich werde keine Checkpoint-Kiste einsammeln, ich werde einfach nur durch den Level rennen. Wir müssen jetzt innerhalb von einer Minute hier durch sein, um den Edelstein zu bekommen. Und Mist. Genau deswegen nehme ich die Checkpoint-Kisten nicht, weil ich jetzt hier wieder starte und der Countdown von vorne beginnt. Also 1:01, okay, ich habe gelogen. Müssen wir durch den Level durch sein, dann erwartet uns am Ziel, oh je, der zweite weiße Edelstein dieses Levels. Hört sich schwierig an, aber ist tatsächlich machbar. Ich glaube, ich habe es damals sogar auch im Let's Play gemacht. Damals, 2014 oder so. Also ich habe mal geguckt, ich habe gelogen. Crash 1 habe ich damals 2013 sogar erst schon Let's Played. Und Crash 2 und 3 kamen eigentlich relativ zeitgleich. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Auf jeden Fall stand in Crash 3, als ich eine Datei mal aufgemacht habe, 2014 dran. Deswegen bin ich davon ausgegangen, von dem Datum. Aber auf der Veröffentlichungsliste steht es dann doch ein bisschen anders. Okay. 17 Sekunden auf 16, 15, 14. Wir haben den Edelstein. So. Wir könnten jetzt eigentlich auch den Level beenden, aber wir machen es einfach so. Wir sterben. Landen wieder hier. Bis hierhin haben wir ja alle Kisten zerstört. Und jetzt können wir den Level ganz normal fortsetzen. Perfekt. Das Ding lässt sich echt gut manövrieren. Ich hatte es schlimmer in Erinnerung. Vielleicht hat man die Steuerung tatsächlich ein bisschen vereinfacht. Finde ich gut. Besser vereinfachen als erschweren. Ich habe echt Angst vor den ganzen Maschinen und Gerätschaften, die man Crash 3 Warped spielen kann. Sie haben auch zum Beispiel gesagt, sowas wie das Motorrad und so, das haben sie anpassen müssen an die heutige Steuerung. Ich hoffe, nicht zum Negativen. Okay, da oben ist nichts. Wir können uns ja jetzt auch ducken. Guck mal. Oh Gott. Er guckt sehr begeistert. So. Leider keine Torna, die uns am Ende begrüßt, sondern einfach nur eine Plattform, die uns wieder zurück zum eigentlichen Level schickt. Naja, besser als nichts, ne? Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ich denke mal, dass viele Crash-Fans zugucken und wissen, wie der Hase hier läuft in Crash 2. Und das hier ist jetzt eine Plattform, die erschienen ist, weil wir den blauen Edelstein angesammelt haben. Na, so ein Glück. Und damit landen wir hier in einen etwas abgelegeren Ort. Ein ungeschliffener Diamant. Das trifft sich gut. Ganz kurz, bevor die Action weitergeht, ich möchte mal gucken, was es für Trophäen gibt.
Entdecke einen Edelsteinweg, nachdem du einen Farbedelstein erhalten hast. Gut. Das haben wir, das haben wir. Da haben wir die ganzen Bossfights. Ich vermute mal, man hat es eh gesehen. Und wenn man jetzt das Spiel das Video hier pausiert, dann seht ihr eh, wen man alles besiegen kann, muss. Dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Entdecke einen Todesweg. Das werden wir machen. Und das ist alles versteckt. Trophäen. Oh. Alter, 21 Edelsteine, 42 Edelsteine, 5 Relikte, 10 Relikte, 27 Relikte, Gold oder besser. Witzig. Ihr seid ja witzig. Besiege 5 Gegner mit Kokos Doppelbeinfeger. Erhalte 99 Leben. Okay, kriegen wir doch irgendwie hin. So. Man merkt, die Musik hat sich ein bisschen geändert. Das hier ist ein etwas gefährlicherer Abschnitt von diesem Level. Wo es natürlich halt noch ein paar Kisten gibt, die wir brauchen, um den Edelstein zu bekommen. Das ist nur was für Könner, dieser Weg. Das möchte diese Musik sagen. Oh Gott. Jawohl. Ja, diese Wege sind echt nicht ohne. Also auch in Crash 3 habe ich noch ab und zu Probleme mit diesen Wegen. Mal gucken, ob es in Crash 2 noch schwieriger wird, weil ich die Level nämlich überhaupt nicht kenne. Okay, wir haben jetzt da hinten die Kisten, glaube ich, aktiviert. Und da hinten habe ich auch den Nitro-Kistenschalter gesehen. Zwei gute Zeichen, um die 100% in diesem Level zu erhalten. So. Hui. Und wir sind durch. Jawohl. Gut. Dann alle Nitro-Kisten zerstört. Es fehlen nur noch 9 Kisten. Und mit dieser Plattform gehen wir wieder dorthin, wo wir hergekommen sind. Perfekt. Wieder im normalen Level. Mit irgendwelchen komischen Hippos, die echt cool aussehen, muss man ja mal sagen. Okay, der Kristall ist unser. Das ist insgesamt der dritte. Und uns fehlen noch 4, 5, 6, 7 Kisten. Wo auch immer er dieses komische Board her hat, ich finde es eigentlich voll cool. Zack, 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 zack. Das waren alle. Perfekt. Denn damit haben wir 2 Edelsteine und einen Kristall in einem Leveldurchlauf erhalten. Das ist eine Sammlung. Die kann sich sehen lassen. Hahaha. Ich glaube, da werden beide stolz auf uns sein. Ob der eine also ob Cortex von der Existenz von Brio weiß? Gute Frage. Habe ich mir echt noch nie gestellt, die Frage. Naja. Ist halt so. Einmal Kristall, ein Edelstein aus dem Ohr und nochmal einen aus dem, naja, wo auch immer raus. Es sieht doch schon gut aus, unsere Sammlung. Da wird ja schon mal abgedanced. Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Okay. Teuer? Naja, kann ja sein. 5 Edelsteine haben wir schon. Und schon 11%. Läuft, Leute, läuft. Okay, wir sollen noch 2 weitere Kristalle sammeln in den Leveln The Pits und Crash Dash. Gehen wir erstmal zu The Pits. Ich muss gerade überlegen. Brich verschlossene Kisten mit einem gut gezielten Körperschlag auf. Okay. Von mir aus. Verschlossene Kisten. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Ich werde es gleich mal rausfinden. So, du komische Mutantenschildkröte. Also das ist ein Werk von Embryo. Der schickt halt jetzt seine Minions gegen uns. Naja, können wir nicht ändern. Er möchte natürlich nicht, dass wir an die Kristalle kommen. Aber damit verhindert er halt auch parallel so ein bisschen, dass wir an die Edelsteine kommen. Na, da hat er nicht ganz mitgedacht, der Brio. Aber ich mag ihn trotzdem. Die Charaktere von Crash Bandicoot muss man einfach mögen. Genauso wie der, wo man im Spaceship gesehen hat. Engine. Den werden wir auch noch kennenlernen, ein bisschen genauer. Aber dazu später mehr. Jetzt werden wir erstmal wieder unbesiegbar.
Das hört sich nämlich nach einem guten Plan an. Lass mich überlegen. Ich muss zuerst nach links. Ich glaube, das war richtig. Bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. So, komm mal her. Du bist tot. Du hast mich getroffen, aus welchen Gründen auch immer. So, das müssen wir nämlich jetzt aktivieren. Oh, Gott sei Dank. Da ist der Kristall. Den haben wir auf jeden Fall. Na du? Ja, es gibt zwei Schildkrötenarten. Eine, wo wir draufspringen können und eine, wo wir nicht draufspringen können. So, und jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück und hoffen, dass wir nicht irgendwo in eine Fallgrube reinfallen. Pass mal auf, ich lauf... Oh yeah, guck mal. Yeah. Oh, ich bin der Coole. Gefällt mir. Laufen wir mal ein bisschen... genau. Da laufen wir auf jeden Fall rein. Ne, wir müssen jetzt wieder zurück und natürlich auch den rechten Weg gehen wegen den Kisten. Und es war gut, dass wir zuerst nach links gegangen sind. Weil wir nämlich diese Ausrufezeichen-Box aktiviert haben. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die links oder rechts ist. Aber rechts sind auf jeden Fall die Kisten... Oh, Gottes Willen. Rechts sind auf jeden Fall die Kisten, die wir damit aktivieren. Deswegen war es die gute Entscheidung, zuerst nach links zu gehen. Wer platziert Sägen im Panzer einer Schildkröte? Eigentlich eine gute Idee. Das sollte mal Bowser vielleicht bei Mario versuchen. So, weg mit dir. Ich werde euch gleich zeigen, welche Kisten aktiviert wurden durch diesen Ausrufezeichen-Box. Das waren diese vier. Daran zu erkennen, dass es hier einfach mal kurz zwei Leben gibt. Ich probiere mal was. Gibt es eine Trophäe? Nee. Toll, ich habe ein Leben verschwendet. Egal. Komm mal her, mein komischer Cyborg-Vogel. Ja, jetzt kommst du natürlich. Danke. Jedes Federviech. So, du kannst mir getrost den Buckel runterrutschen. Wir gehen erstmal wieder hier rein und müssen wieder uns um diese Plagegeister hier kümmern. 5. Es werden immer mehr. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Bonusraum. Ja, genau. Das sind die Kisten, wo sie gemeint haben. Die Kiste kann ich nicht kaputt kriegen, weil sie verhärtet wurde. Keine Ahnung. Aber mit dem Bauchklatscher kriegt man sie kaputt. Und ich will gar nicht wissen, wie sehr das wehtut. Also jetzt mal ernsthaft. So. Okay. Wir brauchen irgendwo wieder eine Ausrufezeichenbox. Und müssen gucken, dass wir die Kisten am Leben lassen hier. Oh. So, einmal Aua bitte. Boah, das tut doch weh. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück, holen uns erstmal ein Leben ab. Wir haben nämlich unsere 99 noch nicht. Ja, okay, soweit so gut. Oh, nochmal zwei Leben. Perfekt. So, jetzt wird es schwierig. Beziehungsweise... Oh, Gott sei Dank. Präzise muss es sein. Und wir haben alle Kisten. Gut. Dann gehen wir gleich wieder hoch. Speichern diese 23 Kisten. Und haben nur noch zwei, die uns fehlen. Und da sind die zwei. Das ist ja schön. Ich weiß gar nicht, ob die mir wehtun können. Ich habe es nie ausprobiert. Ich habe sie immer sofort getötet, wenn sie aufgetaucht sind. So. Letzte Kiste. Perfekt. In diesem Level gibt es ausnahmsweise nur einen Edelstein. Aber einer reicht ja auch schon. Auf jeden Fall dürfen wir ja auch hier, war auch im originalen Crash 2 so, sterben und kriegen trotzdem den Edelstein. In Crash 1 war das, wie gesagt, im Original nicht so. Da musste man mit einem Versuch von Anfang bis Ende nicht sterben, um den Edelstein zu bekommen. Das galt nicht nur für die Bunten. Deswegen finde ich gut, dass es diese kleine Änderung gab. Damit macht man es so Trotteln wie mir nämlich einfacher. Ich will gar nicht wissen, wie kommt der da rein? Naja, ich frag nicht. Es ist Crash. Was will man dazu noch sagen? Okay. Ich habe übrigens eine
grobe Vermutung, was eine dieser versteckten Trophäen ist. Wie gesagt, ich habe einmal kurz die ganze Trophäenliste mal, als sie veröffentlicht wurde auf Englisch, mal durchgeguckt und ich erinnere mich vage an einen Eintrag, den ich versuchen möchte, vielleicht in diesem Level mal zu erreichen. Okay. Na, wer kennt ihn denn noch? Der Stein ist wieder da. Nur diesmal hat er Minen. Als Freunde, als Begleiter. Wie auch immer man das sehen möchte. Na, ob ich mir den richtigen Level jetzt dafür ausgesucht habe, mein Experiment zu starten? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein paar mehr Hindernisse als im ersten Teil. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn es immer linear wäre, ne? So. Na, das überlebt er leider. Dafür macht er für uns Nitro-Küsten kaputt, das ist auch nicht schlecht. Hier gäbe es den Kristall. Aber ich würde sagen, wir ärgern jetzt einfach mal Cortex und nehmen ihn einfach nicht mit. Ja, aber, doch, den nehmen wir jetzt einfach mal nicht mit. Was ist denn das für eine Musik? Das hört sich an wie so auf so einen Vergnügungspark. Das ist doch kein Vergnügen hier. Guck mal, hier gibt es TNT-Kisten. Das ist kein Vergnügen. Das ist Todesernst hier. Oh, und habe ich schon mal gesagt, dass ich solche Sprünge hier liebe? Ich hasse es, ey. Warum baut man denn sowas hier? Ich kann doch nicht bis 5 zählen. Also kann ich schon, aber es ist so anstrengend. So, perfekt. 109 Wumpa-Früchte. Da gibt es jetzt lecker Essen zu Hause. Gut. Wir lassen den Kristall mal Kristall sein. Hui, Turbofelder. Na, ob uns das hilft? Bezweifle es. Ah, ich da. Also die Minen töten mich nicht, die Minen verlangsamen mich nur. Was ich gerade, wenn ich so nach hinten gucke, eigentlich nicht möchte. Oh Gott. Ja, es war irgendwie klar, dass irgendwas in der Richtung passiert. Ich bin zu lange nicht gestorben. Ja, oh. Ja, genau deswegen möchte ich nicht in diese Minen rein. Guck mal, wie nah der Felsen auf einmal ist. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin schon wieder zu früh abgesprungen. Halt! Das... Na, komm. Scheiß drauf. RIP Leben. Haben wir alle? Ja. Cool. Wir haben einen Edelstein. Na, immerhin etwas. So. Ja. Hammer. Ich weiß gar nicht, wie oft man das machen muss. Ich weiß es echt nicht. Aber wir müssen es, glaube ich, tatsächlich öfters machen. Dann gehen wir halt wieder in den Level. Ihr merkt gerade, ich tippe auf der Tastatur rum. Ich möchte gucken, ob es einen Eintrag irgendwie dazu gibt. Wartet mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Ihr seht, ich bin bis zum Kristall vorgelaufen. Ich wollte euch eigentlich eine Cutscene zeigen, wo Cortex sich aufregt, dass wir mehrmals nicht den Kristall eingesammelt haben. Jetzt habe ich allerdings gerade nachgelesen. Ich war da ein bisschen falsch informiert. Diese Cutscene gibt es leider nur einmal. Und zwar kann man die nur erreichen, wenn man den allerersten Kristall dreimal hintereinander nicht mitnimmt. Das haben wir leider schon gemacht. Wir haben schon viel Kristalle, deswegen ist diese Cutscene bzw. auch diese Trophäe nicht mehr für uns zu haben. Ich weiß nicht, ob das im originalen Crash auch so war. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch so war. Also die einzige Möglichkeit sozusagen, diese Cutscene dann doch noch zu bekommen, ist es, ein neues Spiel zu starten.
Vielleicht mache ich das ganz kurz, um euch einfach diese Cutscene und diese Trophäe zu zeigen, dass wir wirklich alles mitgenommen haben in diesem Spiel. Aber jetzt haben wir erstmal 5 Kristalle beisammen. Dann wollte sich Cortex wieder bei uns melden. Mal gucken, ob er was zu sagen hat. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich habe noch geguckt, was sonst noch alles für Trophäen sind. Also, das kriegt man im Verlauf des Spiels tatsächlich hin. Yeet! Oh. Oh. Jetzt kann ich nirgends mehr in die Warp-Räume rein. Das ist neu. Oh. Okay, ich bin jetzt gerade total verwirrt. Das kenne ich gar nicht. Hier ist jetzt eine Boss-Tür erschienen. Whippa-Woo. Normalerweise war es so, dass man hier die Warp-Räume ändern konnte und dabei dann gegen einen Boss kämpfen musste. Das haben sie jetzt komplett geändert. Da, wo früher der Speicherbildschirm war, den man ja jetzt nicht mehr braucht, weil man einfach mit Speichern und so hier einfach was machen kann. Pass mal auf, wir speichern einfach mal hier den Spielstand. Tada. So, okay. Bevor wir gegen Ripperu kämpfen, würde ich sagen, gucken wir uns ganz kurz an, ob wir die Trophäe ergattern können. Also, wir sehen uns gleich wieder hier an dieser Stelle. Bis gleich. Okay, ich vermute mal, da scheint einer ein bisschen nicht amused zu sein, dass wir das gemacht haben. Okay, man bekommt diese Trophäe, nachdem man das 3-mal gemacht hat, weil er wird bei jedem Mal etwas wütender. Das war jetzt gerade mal das erste Mal, dass wir seine Aufgabe verkackt haben. Okay, ich habe kurz einen neuen Spielstand angefangen. Ihr seht es ja, 0-0-0. Jetzt machen wir einfach nochmal beenden. Das heißt, wir haben den Level wieder nicht bestanden und einen Kristall geholt. Das wird ihn wahrscheinlich noch mehr aufregen. Na, dann sind wir ja mal gespannt. Dem sein Temperament wird auf die harte Probe gestellt. Oh oh. So aus. Kristalle, Crash. Geh wieder durch eine dieser Türen und bring mir Kristalle. Ich weiß nicht, inzwischen mag ich die Stimme irgendwie, aber ich stelle es mir gerade einfach vor, wie es mit der englischen Stimme gewesen wäre. Das wäre, ich weiß nicht. Klar, ein englischer Synchronsprecher kann jetzt keine deutsche Synchronität machen. Aber ich stelle mir gerade vor, die Stimme von Cortex aus Crash Twin Sanity oder Crash Mind Over Mutants. Das wäre richtig cool gewesen, wenn sie diese Synchronsprecher wiederbekommen hätten. Ich glaube, damit hätten sie uns alle voll erwischt. Da hätten wir alle gesagt, oh geil. So, das 3. Mal und jetzt kriegen wir, glaube ich, den Wutausbruch des Jahrhunderts. Crash, haltet die Ohren zu. Indem du aus jedem der 5 Gebiete einen Kristall erholst. Wir können unsere Mission erst fortsetzen, wenn wir alle 5 Plätze in diesem Raum gefüllt haben. Ich erinnere dich zum letzten Mal daran. Das war jetzt langweilig, aber wir haben die Trophäe bekommen. Das bedeutet, wir gehen gleich wieder hier in unseren... halt. Kann ich den nicht einfach laden? Laden. Ach doch, hier. Wenn du einen Speicherplatz lädst, gehen alle hier... Ja, das ist okay. Ist kein Problem. Das habe ich ja auch vor. Ich wollte euch nur die Trophäe zeigen, wie man die bekommt. Also einfach 3-mal ein Level nicht machen mit dem Kristall, bevor man den allerersten gesammelt hat. Dann kriegt man diese Trophäe. Und es ist ganz einfach. Man muss nicht durch den ganzen Level laufen. Man muss einfach nur beenden drücken. Okay, hier sind wir wieder. Und jetzt müssen wir gegen Ripperoo kämpfen. Nanü, Ripperoo, den kennen wir doch, oder? Ja. Embryo hat ihn tatsächlich irgendwie rekrutieren können. Da ist er. Und man hat ja im alternativen Ende von Crash 1 mitbekommen, er hat angeblich irgendwie studiert oder so.
Naja, aber er ist trotzdem noch in einer Zwangsjacke. Und er hat Haare und einen Schnauzer und er ist noch gestörter als davor, weil jetzt hat er auch noch Nitro-Kisten, mit denen er rumspielt. Ich weiß nicht, was bei dem schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall können wir ihn verletzen, nachdem er sich mit seinen Nitro-Kisten selber verletzt hat. Solange müssen wir eigentlich nur seinem verrückten Kisten ausweichen. Okay, erst legt er TNT-Kisten, dann legt er Nitro-Kisten. Wir müssen uns einfach dahin stellen, wo er uns verschont mit den ganzen Kisten. Und dann einfach schlagen. Oh, oh Gott. Da kommt er direkt zu mir. Okay, ich glaube, ich bin in der Mitte sicher. Bin ich in der... Nein, ich bin nicht in der Mitte sicher. Ich bin tot. Das ist das erste Mal, dass ich bei diesem Ripper-Roo-Boss-Kampf gestorben bin. Nicht mal das allererste Mal, wo ich gegen ihn kämpfen musste, bin ich so verreckt. Okay. Egal. Ist ja egal. Kriegt mal hin. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Ich weiß übrigens nicht, dieser Raum kommt mir echt vertraut vor. Es könnte tatsächlich sein, dass das dasselbe Schlachtfeld wie damals ist. Aus Crash 1 Zeiten. Könnte ich mir tatsächlich gut so vorstellen. Er hat sich halt ein bisschen umdekorieren lassen. Na, du verrückter Hund. Genau, hier unten war ich sicher, ne? Ja. So, das war der dritte Treffer und jetzt bin ich hier sicher. Ich muss nur ein bisschen nach oben gehen. Nimm die erste Platz, dann am besten nach unten. So. Perfekt. Und wo platzierst du jetzt deine ganzen Nitro-Kisten? Oh, bitte nicht da, wo ich bin, ey. Geh weg, du Verrückter. Okay. Tschüss, Ripper-Roo. Oh. Das wollte ich nicht, du Armer. Professor pulverisiert. Der Arme. Oh Mann, Ripper-Roo. Er war noch so jung. Er war noch so verrückt. Aber wir haben ihm gerade irgendwie den Schädel in den Boden gerammt. Wortwörtlich. Naja. Er hat so gewollt. Okay. Und jetzt können wir einfach... Ach, jetzt können wir hoch. Okay. Ohne Erklärung können wir jetzt einfach hier nach oben in die zweite Welt sozusagen. In den zweiten Warp-Raum. Und los geht's. Hui, schön kalt. Und eine Zwischensequenz, auf die ich schon gewartet habe. Wie ich sehe, war Ripper-Roo wieder mal keine echte Herausforderung. Aber kommen wir zur Sache. Es sind noch Kristalle zu sammeln. Genauer gesagt 20 Stück. Bald richten sich alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Crash, bist du das? Ich habe dich schon überall gesucht. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Kontext zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Okay, Coco möchte natürlich nicht, dass wir ihm vertrauen. Warum denn? Ich finde, er ist vertrauenswürdig. So, und das Gerät... Ah, da ist er wieder. Schön. Möchtest du, dass sie dich auf deinem Abenteuer begleitet? Ja, das möchte ich. Ich möchte natürlich hier alles mitnehmen, was wir können. Ursprünglich konnte man in Crash 2 auch nicht Coco spielen. Das haben sie jetzt natürlich geändert. Cool. Wir können jetzt auch mit Coco hier spielen. Dann machen wir das doch. Hier gibt es nur einen Kristall und einen Edelstein. Und ich sag's ganz ehrlich, jetzt kenne ich die Level eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Schalte einen neuen Weg frei, indem du wanderst den roten Edelstein erhältst. Ach, schade. Ah, okay. Das war jetzt ein bisschen doof, weil den roten hätten wir jetzt eigentlich bekommen können. Naja, machen wir einfach mal weiter.